So, kommen wir jetzt zu Teil 2. Ich gebe Ihnen jetzt zwei Fotos. Bitte beschreiben Sie diese Fotos. Fangen Sie einfach mal an. Was sehen Sie da? Ich sehe auf dem Bild zwei Personen. Ne, drei Personen. Das ist in einem Salon, Friseur oder so. Mhm. Und er macht Haarschneider. Mhm. Und ja, das ist. Ja, weiter. Das schneidet Haare. Haben Sie noch Ideen zu dem Foto? Also er schneidet Haare. Mhm. Und das ist alle. Nee, da ist noch mehr. Das ist, wie sehen die Leute aus? Also ich sehe, das ist zwei Personen, normale, nicht lachen oder so. Das, mhm. Ja. Waren Sie in Deutschland schon beim Friseur? Ja, war die ganze Monat. Was meinen Sie den ganzen Monat? Jeden Monat einmal meine Haarschneider. Okay, jeden Monat, ja? Ja. Sind die Friseure in Deutschland anders als in Ihrem Heimatland? Nee, gleich. Aber ist hier bis teuer von meinem Land. Mhm. Ja. Wie viel kostet das in Ihrem Land? Also in meinem Land vielleicht 4 Euro, 3 Euro so. Aber in Deutschland ist bezahlt, wenn du Haarschneider, ich glaube, 10 Euro oder 15 mhm. Euro. 15 Euro? Ja. Mhm. Okay, aber Sie sagen, sonst ist alles gleich, nur teurer? Das ist nur ein Unterschied oder gibt es noch mehr Sachen, die anders also sind? Also manchmal da kommt nicht die gleiche, also das ist Friseur, meine Heimatland auch Friseur, aber manchmal da kommt anderes Modell, anderes Salon. Mhm. Ja, das bedeutet. Okay, danke sehr. Dann sind Sie bitte dran. Okay. Foto 2. In diesem Bild oder Foto sehe ich zwei Männer. Mhm. Ich vermute, das ist ein Salon für Frische. Mhm. Frische. Und der junge Mann ist glücklich und der andere Mann, ich finde eher alter Mann. Mhm. Und an den jungen Mann ist sehr interessant, ja? Und er trägt eine Black Jacket. Mhm. Eine Black Jacket. Mhm. Ja. Und er hat eine lange Nase. Mhm. Ich mag nicht diese. Wo lange Nase? Gehen Sie in Deutschland auch zum Friseur? Nein, weil ich habe in meine Wohnung eine Friseur, I don't know how you call it, mhm. ist eine große Maschine, mhm. in dieser Maschine ich habe Tesora. Schere, mhm. Ich habe die Schere, ich habe die alles für Friseur. Mhm. So, ich habe keine Zeit für die Friseur. Waren Sie in Ihrem Heimatland beim Friseur? Ja, aber nicht jeden Tag. Vielleicht ein Tag pro Monat, mhm. weil die afrikanische Frau bezahlt viele Geld. Mhm. Ja. Die Friseure sind teuer. Ja, sehr teuer. Danke sehr. Ja.
So, dann analysiere ich jetzt eure Prüfung. Okay, Basel, du hast gesagt, ich sehe zwei Personen. Das ist ein Friseursalon, war auch gut. Er schneidet die Haare, er macht Haare schneiden, ist auch okay. Es gab ein Problem, keine Interpretation. Ich vermute, du kannst zum Beispiel sagen... Aber ich sehe ihn so auf dem Bild. Du kannst sagen, ich vermute, zum Beispiel, komplette Fantasie. Ich vermute, dieser Mann hat heute seine Hochzeit. Ja. Ja. Darum ist er beim Friseur. Beispiel. Zum Beispiel. Oder vielleicht ist heute sein Geburtstag. Darum ist er hier. Oder er ist wie ich. Einfach einmal pro Monat geht er zum Friseur. Das ist schon dreimal Interpretation. Ja. Ich vermute so. Oder so. Oder so. Was kannst du noch sagen? Der Mann und dieser Mann, die lächeln nicht. Die sind konzentriert. Die konzentrieren nicht. Und er arbeitet schnell. Und ja, ich vermute, ne? er arbeitet schnell. Punkt. Ja, das ist ein sehr wichtig. Ja. Dann hast du gut gesagt, ne? Du gehst jeden Monat zum Friseur und so, super. Ja, super gemacht, klasse. Tipp für dich, auf diesem Foto, nicht in diesem Foto, auf diesem Foto sehe ich, Salon, ich vermute, war direkt der zweite Satz, aber ist okay. Der Mann sieht glücklich aus. Der junge Mann ist interessant. Meinst du, er ist interessiert? Oder findest du ihn? Interessant. Ich finde ihn interessant. Ich finde interessant. Er hat, was trägt er? Eine schwarze? Ja. Eine schwarze Jacke. Nicht Black Jacket. Oh mein Gott. Schwarze Jacke. Englisch. Ja. Englisch. Eine lange Nase, war lustig. Ja. Vielleicht, wenn du willst, noch mehr interpretieren. Dass du sagst, okay, nochmal, ich vermute. Nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Ja? Einmal, ich vermute so. Oder so. Oder so. Fleisch. Dann ist gut. Vielleicht so. Fleisch. Ja? Mhm. Dann hast du gut erklärt, du hast diese Maschine. In dieser Maschine sind Scheren. Mhm. Warum gehst du nicht zum Friseur? Mhm. Weil du keine Zeit hast. Das war gut erklärt. Und du hast gesagt, in Afrika sind die Friseurinnen sehr teuer. Mhm. Ja, war sehr logisch. Alles sehr logisch, gut erklärt. Habt ihr beide gut gemacht, ja? Du musst nur aufpassen, interpretieren. Ich vermute. Alles klar, danke. Danke.